In diesem Video möchte ich kurz erklären, wie man für einen realen Parallelschwingkreis die Admittanz-Ortskurve konstruiert. Dazu braucht man jetzt erstmal eine gaußsche Zahlenebene. Da es hier nur um eine Admittanz oder um Impedanzen geht, braucht man nur die rechte Halbebene, da der Realteil der Impedanz und der Realteil der Admittanz immer positiv sein muss. Zur besseren Verständlichkeit male ich jetzt mal eine eigene gaußsche Zahlenebene für die Impedanz, also das ist der Imaginärteil der Impedanz, das ist der Realteil der Impedanz dann und hier unten male ich dann die Admittanzen hin. Das heißt noch eine imaginäre Achse und noch eine reelle Achse, das ist dann der Imaginärteil der Admittanz y und der Realteil der komplexen Admittanz y. Und da hier eben sowohl was Induktives als auch was Kapazitives drin vorkommt, brauchen wir hier beide Quadranten, weil der Imaginärteil jeweils positiv und negativ sein kann. So, was man jetzt eben wissen muss, ist, dass die komplexe Impedanz von dem Widerstand ja gar nicht so wirklich komplex ist, sondern einfach dem Widerstand entspricht. Die komplexe Impedanz von der Kapazität J Omega L ist und die komplexe Impedanz von der, das war die Induktivität und von der Kapazität ist das dann 1 durch J Omega C. So, wenn man die jetzt erstmal hier einzeichnet, das hier mache ich mal in blau, dann ist das hier oben einfach nur ein Zeiger, der ja nicht von der Frequenz abhängt. Wenn wir jetzt hier eine Ortskurvenabhängigkeit von der Frequenz machen, hier steckt gar keine Frequenz drin, deswegen ist das einfach nur ein Zeiger und das ist das R. Die Induktivität sieht man, J zeigt in positive J-Richtung und steigt mit wachsendem Omega. Das heißt, ja, für ganz kleine Omega wären wir hier und für größere Omega wächst das dann hier oben hin an. Das heißt, das wäre die Ortskurve von der Induktivität, von der Impedanz der Induktivität, wobei hier unten das Omega 0 ist und das Omega hier oben gegen unendlich geht. Und für die Kapazität sieht das so aus, wir haben hier 1 durch J, 1 durch J ist das gleiche wie minus J, also zeigt das hier in negative Richtung. Und wenn man jetzt ein sehr kleines Omega hat, eine sehr kleine Frequenz, 1 durch etwas ganz Kleines wird ganz groß. Also hier unten ist die Stelle, wo das Omega gegen 0 geht. Und wenn wir eine sehr große Frequenz haben, 1 durch etwas ganz Großes wird ganz klein. Das heißt, hier dieser Punkt ist die Stelle, wo das Omega gegen unendlich geht für die Induktivität von dem C, von der Kapazität. So, jetzt können wir schauen in die Schaltung. Und können sagen, wir schauen uns erstmal diesen Teil hier oben an. Diese Reihenschaltung von dem Widerstand und von der Induktivität. Und die, für die Reihenschaltung bietet es sich an, mit den Impedanzen zu rechnen, weil die Impedanz der Reihenschaltung ergibt sich aus der Summe der Impedanzen der Einzelelemente. Also wir müssen jetzt die Impedanz von dem R und die Impedanz von dem J Omega L zusammenrechnen. Das R ist dieser blaue Zeiger, das die Induktivität hat diese grüne Ortskurve, diese beiden zusammen ergibt eben diese blau eingezeichnete Ortskurve, wobei dann hier unten immer noch das Omega 0 ist und hier oben das Omega gegen unendlich geht. So, jetzt kommt dieses C hier hinzu, aber im Sinne einer Parallelschaltung. Und um jetzt eine Parallelschaltung auszurechnen, ist es schlau, sich die Admittanzen anzugucken, weil die Admittanz einer Parallelschaltung ergibt sich aus der Summe der Admittanzen der einzelnen Zweige. Das heißt, wir brauchen die Admittanz von dem hier und wir brauchen die Admittanz von dem dort oben. So, die Admittanz von dem C kriegen wir relativ einfach hin. Die schreibe ich hier mal noch daneben. Das yc ist ja einfach 1 durch das, also j Omega C. Wenn ich das mal nochmal wieder in Rot hier unten einzeichne, dann ist das als Admittanz einfach eine Linie, als Admittanz-Ortskurve eine Linie, die hier hoch zeigt, wobei das Omega gleich 0 dann hier unten ist und hier oben das Omega gegen unendlich geht. Das ist das yc, die Ortskurve von dem yc.
So, und jetzt brauchen wir noch die Admittanz von dem Zweig da oben. Und die ergibt sich natürlich aus dem Inversen, aus 1 durch der Impedanz von dem R und dem L. Ich schreibe hier mal dran, das ist das ZRL, das ist dieses blau markierte hier. Ja, und jetzt brauchen wir das Inverse davon. Da hilft uns jetzt der zweite Inversionssatz, der uns sagt, eine Gerade, die nicht durch den Koordinatenursprung läuft, ergibt invertiert einen Kreis, der durch den Koordinatenursprung läuft. Und da das Ganze hier oben nur eine Halbgerade ist, ergibt sich hier unten auch nur ein Halbkreis. Und da hier oben der Winkel immer positiv ist, muss der Winkel hier unten immer negativ sein. Also der Halbkreis durch den Koordinatenursprung liegt dann hier unten so. Ja, und jetzt können wir eben gucken, der Punkt, der hier oben von der Ortskurve am nächsten am Koordinatenursprung dran ist, wo wir den Wert R haben, das ergibt dann invertiert nach der Betragsinversion den Punkt, wo hier unten der Abstand am größten ist. So, deswegen bleibe ich mal bei der blauen Farbe und zeichne unten den Punkt ein, wo wir dann am größten sind, und R invertiert ergibt dann genau 1 durch R. Und dieser Halbkreis muss dann durch diesen Punkt laufen und natürlich nicht durch den Koordinatenursprung laufen und immer unterhalb der reellen Achse sein. Deswegen sieht der Halbkreis dann genau so aus. Und jetzt können wir gucken, der Punkt hier, wo wir einen Winkel von 0 hatten, mit dem kleinsten Abstand, der hier mit einem Winkel von 0 und dem größten Abstand invertiert ist, da war die Kreisfrequenz gleich 0. Deswegen ist hier der Punkt, wo das Omega gleich 0 ist. Und hier oben wird der Abstand immer größer und der Winkel geht gegen plus 90 Grad. Das heißt, hier unten muss der Abstand zum Koordinatenursprung immer kleiner werden und der Winkel gegen minus 90 Grad gehen. Das heißt, das hier ist der Punkt, wo das Omega gegen unendlich geht. Und dieser blaue Halbkreis ist dann die Admittanz Ortskurve von dieser Reinschaltung des Widerstandes und der Induktivität. So, jetzt haben wir die Admittanz von dem Zweig hier unten, die Admittanz von dem Zweig da oben. Jetzt muss man die grafisch addieren. Dafür nehme ich jetzt mal diese lilane Farbe hier. Und jetzt können wir gucken. Also bei der Frequenz gleich 0 sind wir hier bei der blauen Ortskurve an diesem Punkt. Und hier sind wir bei 0, das heißt, da kommt nichts dazu. Und jetzt wächst ja diese Ortskurve hier mit der Frequenz nach oben an. Das heißt, wir müssen auf diesen blauen Halbkreis immer nach oben ein bisschen was draufpacken. Also hier wenig Abstand nach oben, ein bisschen mehr Abstand nach oben, noch mehr Abstand nach oben, noch mehr Abstand nach oben und dann hier sehr viel Abstand nach oben. Das heißt, die Addition der beiden Ortskurven sieht dann ungefähr so aus. Ah, nicht besonders schön. Ich versuche das mal in einem Zug nochmal zu zeichnen. So ungefähr. Und dann ist hier unten an der Stelle immer noch der Punkt, wo das Omega gleich 0 ist. Und hier oben ist immer noch der Punkt oder die Richtung, in der das Omega gegen unendlich geht. Und sich diese diese lilane Ortskurve dann asymptotisch an die imaginäre Achse bzw. an diese rote Ortskurve annähert. Und jetzt ist ja in der Aufgabe, die jetzt damit eigentlich gelöst ist, weil wir haben jetzt die Admittanz-Ortskurve dieser Gesamtschaltung konstruiert. Das ist diese lilane Kurve. Wir haben die beiden Punkte eingetragen, wo die Frequenz gleich 0 ist und wo die Frequenz gegen unendlich geht. Dann ist jetzt noch als nächstes nach dieser Kompensationskreisfrequenz gefragt. Und das ist genau die Kreisfrequenz, wo der Phasenwinkel zwischendurch nochmal 0 wird. Und das passiert genau hier. Also das ist die Stelle, wo das Omega genauso groß ist wie das Omega-K, wie die Kompensationskreisfrequenz. Jetzt kann man über diese Admittanz-Ortskurve noch mal kurz nachdenken, ob das so passen kann. Also auf dieser Achse hier, das ist ja die Achse, wo die Admittanz rein ohmisch ist, einem reinen Widerstand entspricht. Jetzt können wir mal schauen. Für die Frequenz gleich 0 ist ja die Induktivität ein Kurzschluss und die Kapazität ein Leerlauf. Das heißt, hier unten fließt kein Strom lang, es fließt nur hier oben Strom lang und eigentlich ist nur dieser Widerstand wirksam. Deswegen verhält sich bei der Frequenz gleich 0 diese ganze Schaltung wie ein Widerstand und das eben auch hier. So, dann steigt die Frequenz an. Das heißt, die Induktivität bremst den Strom hier so ein bisschen aus
Und da kommt ein induktiver Anteil hinzu. Die Kapazität hier unten sperrt aber immer noch. Deswegen läuft diese Ortskurve hier runter in dem Bereich, wo sich die ganze Schaltung eben ohmsch induktiv verhält. Und das sieht man ja auch in dieser Ortskurve. Dann kommt irgendwann die Frequenz, wo die Induktivität immer mehr sperrt, immer weniger Strom hier oben lang fließt und die Kapazität hier unten langsam leitet und immer mehr Strom hier unten lang fließt und sich der induktive Anteil hier oben und der kapazitive Anteil hier unten gegenseitig ausgleichen und dann ist man genau bei dieser Kompensationskreisfrequenz und dann sperrt die Induktivität immer mehr, die Kapazität leitet immer mehr. Das Ganze wandert hier hoch in den Quadranten hier oben, wo sich die ganze Schaltung ohmsch kapazitiv verhält. Und dann ist die Frequenz irgendwann so groß, dass die Induktivität sich wie ein Leerlauf verhält und die Kapazität sich wie ein Kurzschluss verhält, beziehungsweise der gesamte Strom fast hier unten lang fließt und sich das Ganze eben immer mehr kapazitiv verhält und an diese Linie hier annähert, an die positive imaginäre Achse, wo die Ortskurve der Admittanz uns rein kapazitives Verhalten zeigt. Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, wenn man jetzt diese Admittanz-Ortskurve der Gesamtschaltung hat, dann könnte man die natürlich auch wieder umwandeln in eine Impedanz-Ortskurve. Da hilft einem jetzt aber kein Inversionssatz mehr, weil das hier unten ist ja jetzt weder eine Gerade noch ein Kreis, geht auch nicht durch den Koordinatenursprung. Das heißt, hier muss man das jetzt so ein bisschen punktweise invertieren. Ich nehme wieder diese lilane Farbe, um das zu kennzeichnen. Wir fangen mal mit diesem Punkt an. Das ist der Punkt, der hier unten auf der reellen Achse erstmal einen ziemlich großen Abstand hat. Das heißt, wenn wir den invertieren, muss der wieder auf der reellen Achse bleiben, aber einen relativ kleinen Abstand haben. Wenn wir mal 1 durch r invertieren, muss da wieder genau r rauskommen. Also der Punkt, wo das Omega gleich 0 ist, für diesen lilanen Fall, da landen wir genau da. So, jetzt wird hier der Winkel negativ und der Abstand zum Koordinatenursprung wird etwas kleiner. Das heißt, hier oben invertiert muss der Winkel positiv werden und der Abstand zum Koordinatenursprung etwas größer. Das heißt, wir laufen hier so hoch. Bis wir irgendwie einen maximalen Winkel erreichen, dann wird der Winkel betragsmäßig wieder kleiner und wir gehen wieder zu einem Winkel von 0. Und der Abstand hier wird relativ klein. Das heißt, hier oben in der invertierten Ortskurve muss der Abstand jetzt relativ groß werden. Das ist jetzt hier nur rein qualitativ gezeichnet, ohne Werte. Deswegen, wo das jetzt ist, ist relativ egal. Aber also Winkel wird größer. Winkel wird wieder kleiner, Betrag wird nahezu maximal. Jetzt wird hier der Abstand zum Koordinatenursprung vielleicht noch ein bisschen kleiner als an diesem Punkt. Das heißt, hier müsste der Abstand noch ein bisschen größer werden, aber dann wird der Abstand wieder größer, 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 größer. Das heißt, hier muss der Abstand kleiner, 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 kleiner werden. Und hier geht es gegen einen Winkel von plus 90 Grad. Das heißt, hier müssen wir auf einen Winkel von minus 90 Grad kommen und dann in diesen Koordinatenursprung reinlaufen. Das heißt, die invertierte Ortskurve von der Admittanz, die dann hier oben die Ortskurve von der Impedanz ergibt, sieht dann ungefähr so aus. Also natürlich etwas runder. Ich versuche das mal nochmal zu zeichnen. So, und ja, um das nochmal zu beschriften, das ist jetzt das Y gesamt und das ist jetzt das Z gesamt. Das ist natürlich wieder der Punkt, wo die Frequenz, die Kreisfrequenz dieser Kompensationskreisfrequenz ergibt. Und hier oben war ja die Stelle, wo das Omega, wo die Kreisfrequenz gegen unendlich geht. Und dann ist das ja auch die Stelle, wo das Omega gegen unendlich geht. Und jetzt kann man sich überlegen, ob das für diese Impedanz-Ortskurve auch noch zu der Schaltung passt. Also wenn wir wieder bei einer Frequenz von 0 starten, das ist ein Kurzschluss, das ist ein Leerlauf, es fließt nur Strom durch diesen Widerstand. Das Ganze sollte sich wie ein Widerstand verhalten mit dem Widerstand R, das tut es auch bei der Frequenz 0. Dann fängt diese Induktivität langsam an zu sperren. Hier unten fließt aber trotzdem noch nicht allzu viel Strom lang. Das heißt, das Ganze verhält sich ohmsch induktiv und wir landen hier oben in diesem Bereich,
wo die Impedanz ohmsch induktiv ist, in dem oberen rechten Quadranten von der gaußschen Zahlenebene. Ne, vorher waren wir auf der Achse hier, wo sich das rein ohmsch verhielt. Und dann kommen wir wieder in den Bereich, wo die Induktivität so weit sperrt und die Kapazität so weit leitet, dass sich der induktive Einfluss hier oben und der kapazitive Einfluss hier unten genau aufheben. Dann sind wir wieder bei der Kompensationskreisfrequenz. Und obwohl dann da eine Induktivität und obwohl eine Kapazität drin ist, verhält sich die Gesamtschaltung, wenn man die an den beiden Klemmen betrachtet, wie ein Widerstand. Und dann kommt der Frequenzbereich, wo immer mehr Strom hier unten lang fließt und immer weniger Strom hier oben lang fließt. Das heißt, das Ganze verhält sich dann ohmsch kapazitiv in dem unteren rechten Quadranten dieser gaußschen Zahlenebene. Und dann bei sehr hohen Frequenzen fließt dann immer mehr Strom hier unten lang, fast gar kein Strom mehr hier oben. Und bei ganz hohen Frequenzen verhält sich die Kapazität wie ein Kurzschluss. Das heißt, wir laufen hier in diesen Punkt rein, wo der Kurzschlusspunkt ist in diesem Impedanzdiagramm. Da, wo die Impedanz 0 ist, da ist ein Kurzschluss. Genau, und damit ist diese Aufgabe mehr als gelöst und ich denke, relativ plausibel erklärt. Jetzt kann mal jeder, der sich das hier angeschaut hat, darüber nachdenken, wie das Ganze jetzt aussehen würde, wenn man einen idealen Parallelschwingkreis hätte. Das heißt, wo dieser Widerstand nicht an dieser Stelle dort wäre, sondern wo der Widerstand hier unten parallel geschaltet wäre, sodass eben die Induktivität, die Kapazität und der Widerstand ja alle parallel geschaltet sind. Einfach mal drüber nachdenken.